Willkommen bei den Elektroauto-News aus der Zukunft. Die garantiert unseriöseste Ausgabe der E-Auto-News aller Zeiten. Wer das ernst nimmt, ist selber schuld. Kommen wir zur ersten Meldung. Daimler und BMW geben ihre Markenrechte an Lego ab. Nachdem die Hersteller den Umstieg auf die Elektromobilität leider nicht gut verkraftet haben und die Absatzzahlen des neuen, nun wirklich saubersten, aller sauberen Diesel 4.0 nicht gut lief, haben sie nun neue Erlösmodelle entdeckt. Lego startet eine Automobil-Klassik-Serie mit allen ehemaligen ikonischen Modellen der Hersteller. Und gerade hier sehen Daimler und BMW große Absatzmöglichkeiten und einen Zukunftsmarkt, da ja die junge Generation damit angesprochen wird. IKEA bringt seinen Elektroauto-Bausatz Strömer erneut auf den Markt. Die Geschäftsleitung dazu: Seit Jahrzehnten sind unsere Kunden Profis darin, unsere Produkte selber zusammenzubauen. Da ist der Schritt in den Elektroauto-Bausatzmarkt nur konsequent. Ja, nach ersten Startschwierigkeiten soll es nun gut vorangehen. IKEA hatte nämlich bei den ersten Bausätzen das Lenkrad vergessen, was bei Kunden zu unglücklichen Missverständnissen geführt hat, da sie dachten, das Auto fährt von alleine. Und wir haben noch eine Meldung von Carrera. Carrera verschiebt den Marktstart des ersten eigenen Elektroautos weiter nach hinten. Marktforschungen haben nämlich ergeben, dass die Kunden erst noch mit Informationskampagnen über die neu gewonnene Spurfreiheit aufgeklärt werden müssen. Eventuell wird das Auto dann direkt mit autonomen Fahrfunktionen auf den Markt kommen, bei dem durch eine Fernbedienung die Spur gewechselt werden kann, um die bisherigen Fans der Marke in gewohntem Umfeld zu lassen. Und noch eine letzte Meldung von Tesla. Ja, Elon Musk, der CEO von Tesla, stellt nun seinen neuen Masterplan 2045 vor. Geplant ist das Model F, ein Flugamphibienfahrzeug, das Model U, welches unter Wasser fahren kann, das Model C als City-Flitzer, der sogar in eine Handtasche passt, und das Model K, das ist die neue 12-sitzige Königsklasse. Leider hat er das daraus resultierende Wortspiel nicht ausreichend überdacht. Das waren die schwachsinnigsten Elektroauto-News aller Zeiten aus der Zukunft. Eventuell könnte es ja mal sein, dass sowas eintritt. Bitte mit Humor verstehen, ja, bloß nicht ernst nehmen. Und mich würde jetzt mal interessieren, schreibt doch mal, was ihr denkt, aus welchem Jahr könnten die frei erfundenen Nachrichten denn stammen? Aus 2025, 2030, 2035? Schreibt mal unterhalb des Videos in die Kommentare, in welchem Jahr das vielleicht die echten News werden könnten. Schön, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen den ein oder anderen Lacher dabei. Ich freue mich auch, wenn ihr in Zukunft wieder dabei seid. Dann gibt es auch wieder wirklich ehrliche, richtige, korrekte Elektroauto-News. Bis bald. Tschüss.